Wir stehen hier vor dem Eingang des letzten Raumes im Dungeon, das Loch. Da müssen wir jetzt rein. Und dann geht es uns richtig gut. Nein, wir schauen mal, was uns da erwartet. Bin gespannt. Okay. Bei Libretto kannst du mal kurz heilen hier. Obwohl, brauchen wir gar nicht. Ich glaube, wenn der Gegner kommt, dann kriegen wir eh nochmal Mana und alles. Oh, wir können auch hier links gehen. Gehen wir erstmal hier links. Was uns hier erwartet. Ach super, hätten wir auch hier links gehen können einfach. Das ist der Weg, wo wir schon mal waren, ne? Obwohl, jetzt kann man natürlich nicht längs. Jetzt kann man natürlich längs gehen. Vorher ging es ja nicht, weil es dicht war. Jetzt geht's wieder. Fahrstuhl holen? Geht's nicht weiter, ne? Oh, da kommt er. Bin ein bisschen gespannt, was uns erwartet. Vom Boss ist ja meistens eine Auffüllstation. Dann kann es ein bisschen egal sein, jetzt alles aufzufüllen. Jetzt gucken. Bauen wir sich hier Teile. Hatten wir schon? Los geht's hier rein. Kiste mit Schatten und ungewöhnlichen Gewächsen und Feuerstein. Machen wir an. Wollen wir was sehen? Ach, da hinten geht's weiter. Tut es gar nicht. Dieser Fahrstuhl ist nicht vertrauenserweckend. Ach, ich erinnere mich schon vor diesem Ort gehört zu haben. An dieser Stelle haben sich die Arbeiter in die Grube gestürzt. Aus irgendeinem absonderlichen Grund fühlten sie sich dazu veranlasst. Wisst ihr was? Ihr geht einfach vor, ich komme danach. Ach komm schon, wir schaffen das. Für mich sieht der Fahrstuhl aus wie alle anderen Fahrstühle. Aber wir müssen ihn ja wahrscheinlich trotzdem benutzen. Oh, das reißt ja bestimmt gleich. Oh. Das klingt nicht gut. Oh oh. Naja, Hauptsache wir haben es überlebt, ne? So, das Loch haben wir hundertprozentig erforscht. Zurück kommen wir ganz nah einfach über dieses Beam-Teil hier. Mehr ist hier aber nicht zu entdecken. Ein flammendes Öl. So, wir sind wieder fresh. Und wagen uns zum Boss. Lass mal ganz kurz gucken. Noch irgendwas haben, was wir vielleicht übersehen haben. Okay, aber wenn wir schon mal hier sind, dann müssen wir doch mal kurz die Vorteilspunkte durchgehen. Zwei sind hier übrig. Die packen wir einfach mal. Nee, warte mal. Okay, doch, die packen wir erstmal hier rein, damit die weg sind. Hier haben wir 10 Punkte übrig. Bei Gully. Angriffsstärke. Rüstung Rang. Sie haben 1,6 Cent. Steigert die Stärke des Schildteils. Dafür machen wir ein bisschen höheren. Und kritische Vergeltung. Und hier haben wir einen Punkt. Na, ein Punkt reicht natürlich nicht für irgendwas. Macht aber nichts. Oh, los geht's. Bin gespannt, was uns da erwartet gleich. Alles voll mit Schleim, kann das sein? Geht da hoch. Irgendwie nicht richtig. Boah, es riecht noch schlimmer, als es aussieht. Puh, was ist mit diesen Leuten passiert?
Ich bin richtig gern mit euch zusammen, Leute. Okay. Weiß jetzt nicht, was da für ein Tier uns auf uns zukommt. Aber es wird auf jeden Fall sehr stark sein, wie man sieht. Okay. Lass uns gleich die richtigen Sachen machen. Überfall. So, wir machen ein paar Schwächungen weg von uns allen. Nicht komplett platt sind gleich und wird ein bisschen geheilt. Ne? So, wir auch was an Flammen entfernen. Oh, wird ein bisschen kleiner. Was passiert jetzt? Scheiße. Na gut. Lass mal kurz stehen. Shit. Kann noch einen holen wahrscheinlich, ne? Ich nehme mal alles. Das macht aber nichts. Wir müssen einen töten. Das war der. Das wäre natürlich ein Highlight, da würde natürlich richtig drauf gehen. Aber wir machen müssen das leider nicht machen. Denn wir haben so viel Sachen oben drauf. So viele Buffs bekommen von den Leuten. Das ist immer cool. So, da kriegt ein bisschen Gift noch von uns. Heilbahn verbunden. Ist ja auch nicht verkehrt.
Oh oh. Nein, er klont die Spieler. Oh ein Scheiß. Okay. Das ist einer, den wir töten, und zwar den größeren. Was haben wir für Zeug hier noch? Mäßiger Heilungstrank. Da müssen wir ihnen leider mal geben kurz, sonst sterben wir alle. Obwohl, was so clever war. Das könnte was werden. Sauber. Der kommt da glaube ich nicht raus. Hoffe ich zumindest. Gar nicht schlecht. Bestimmt, war gar nicht so schlecht. Ah, hier schon wieder Kalis wieder aufgeschrieben. Futterbereitschaft erschossen. Futterstoß. Okay. Leimvergrößer der Schädel. Diese Kugel mitten im Schleim. Das muss das Totherz sein. Wenn Alomon die Wahrheit gesagt hat, kommen wir damit durch das Südtor, nach Totenwacht. Finden wir's raus. Aber können wir das Ding erst säubern? Ist ziemlich eklig. Dieser Umweg hat uns viel Zeit gekostet. Wir müssen nach Totenwacht. Das sehe ich auch so. Hoffentlich finden wir diesen schrägen Alomon wieder. Er schuldet uns noch Antworten. So, ein verstecktes Schatz, okay. Kehrt zum Südtor zurück, das machen wir. Gibt auch keine anderen Wege. Aber wir gucken mal, was haben wir denn da bekommen für einen coolen Schatz. Oh. Den nehmen wir trotzdem an. Auch wenn der wohl auch nicht schlecht. Aber hier haben wir ein bisschen mehr Ausdauer, ein bisschen mehr Kraft. Na gut. Jetzt haben wir verlassen. Jo, das war der Dungeon, das Loch. Der riesige Schleimkerl ist tot. Und wir werden einmal hochreisen und gucken, was wir beim Südtor jetzt erreichen können. Müssten ja eigentlich einige sein, die sich freuen, uns da wiederzusehen. Beziehungsweise dieser Alomon, der uns da gesagt hat, dass wir hier hingehen sollen. Wäre natürlich schlecht, wenn der uns noch ein paar Antworten geben könnte. Bin mir auch nicht sicher, ob der uns überhaupt helfen will, aber lass uns überraschen. Ah, jetzt kommen wir nicht umher, leider verkämpfen zu müssen.
fit. So, Kalibrett ist auch aufgestiegen. Uns im Moment irrelevant, aber müssen wir leider noch viel mehr Wege gehen. Und irgendwie hier diesen. Gut, dann müssen wir hier unten links, ne? Wir können auch hier durchgehen. Oh, da ist eine Kiste. Nehmen wir die Kiste noch schnell mit? Ich würde sagen, ja. So, mit den kleinen Leuten müssen wir uns jetzt nicht rumärgern hier. Wir gehen direkt zum Südtor. Gucken, was der Alumon uns zu erzählen hat. Jetzt haben wir ja das Todherz, womit man zwischen den Welten wandern kann. Ich hoffe, dass der uns auch wirklich hilft. Ah, ich hoffe nicht, dass es noch ein Reckewert, den ich mitnehmen kann. Da habe ich nicht so viel Lust zu. Wäre schon schöner, wenn der einfach nur bei Zeiten eingreift, während man kämpft. Mal sehen. Also nicht mehr hier. Was war das? Das war die Macht des Todherzes. Wo sind wir? Warum hat sich alles verändert? Wir sind in derselben Welt, aber in einer anderen Ebene. Durch das Altäre kann zwischen den Reichen der Lebenden und der Toten hin und her gewechselt werden. Sie existieren gleichzeitig Seite an Seite in den meisten Völkern unbekannt. In jeder Ebene sind Dinge anders. Was in einer existiert, ist in einer anderen vielleicht nicht vorhanden. Was für eine seltsame Welt das ist. Gehen wir durch das Tor. Mit jedem Moment, den wir verweilen, wird Destra stärker. Das ist korrekt. Ich empfange mächtige magische Energien. Weit weg in Richtung Westen. Alumon wartet dort auf uns. Na, laufen wir mal durch. Sieht ja wirklich ein bisschen schräg aus. Aber. Einfach durch, kann durch Tor. Ah, ist natürlich geil, dann kann man natürlich hin und her wechseln. Die Frage, ob man dieses Herz mal wieder mitnehmen muss. Weiß jetzt nicht, wie gehen wir hier durch? Die Gegner sind hier keine anscheinend. Okay, jetzt haben wir es wieder rausgenommen. Ja, wir verlassen das Gebiet. Destra. Wie lange müssen meine Armeen noch tot bleiben? Weck sie auf oder schieß dich ihnen an. Vorzeitlicher, wir hatten Besucher auf der Insel. Wir kümmern uns um sie. Gut, du bist raffiniert. Aber für dein Versagen wirst du leiden. Ich versage nicht, Vorzeitlicher. Eine spektakuläre Streitmacht soll sich in Totenwacht für dich erheben. Verus-Soldaten werden für den Verrat ihres Gebieters büßen. Meine Sklaven für alle Zeiten. Und Bargus wird sie anführen, Vorzeitlicher. Der Schänder. Ja. Tu, was du gesagt hast und töte die Eindringlinge. Gewiss, mein Gebieter. Du wirst ganz sicher zufrieden sein. Okay. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie Destra aussieht. Und wir wissen, dass sie nicht alleine handelt, sondern noch einen höheren Gebieter hat. Zitul oder wie er hieß. Ich bin gespannt,
was da noch auf uns zukommt. Auf jeden Fall wissen die natürlich alle auf der Insel, dass wir da sind und dass wir gefährlich sind. Sonst würden sie ja nicht so viel Jagd auf uns machen. Gruselig und cool. Beides irgendwie. Jeweils ihre charmante Art. Ja, aber ich würde sagen, so lassen wir es erstmal stehen. Und sehen uns beim nächsten Mal wieder dabei. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr seid beim nächsten Mal dabei, wo wir dann den Rest durchforsten. Und gucken, ob wir hier jemals wegkommen von der Insel. Es bleibt spannend. Bis dahin. Tschüss.